weil es einfach ihr Leben verändert. Im positiven Sinn, in allen Richtungen. Nicht nur, weil man etwas mit Leidenschaft macht, sondern es ändert auch die Persönlichkeit. Es macht ja mehr Selbstbewusstsein, Körpergefühl. Es ist einfach ja eine komplette Veränderung mit einem selbst und alles nur im positiven Sinne. So, ihr Lieben, ich bin's wieder, Peter. Willkommen zu einem neuen Erfahrungsbericht, heute mit der Emmy. Cool, dass du am Start bist. Bevor wir einfach in das richtige Gespräch gehen, würde ich mich freuen, wenn du dich ganz kurz vorstellst. Ja, hi, also ich bin die Emmy. Ich bin seit 2 Jahren Hittebeat-Trainerin. Und ja, ich bin Mama von einem Sohn, verheiratet. Und ja, ich liebe einfach die Fitnesswelt, besonders Hittebeat. Cool, ja, freut mich zu hören, auch wie ich sehe, schon gut ausgestattet mit einem freshen Hit the Beat Pullover. Was mich natürlich extrem interessiert, wie kamst du dazu, Hit the Beat Trainerin zu werden? Hattest du vorher auch schon andere Qualifikationen? Ist das die erste? Wie kam da alles zustande? Also tatsächlich ist Hittebeat die erste Ausbildung, die ich gemacht habe. Es hat eigentlich alles damit angefangen, dass ich bei einem Meeting war, wo eine Bekannte gesagt hatte, du musst etwas machen, was du liebst. Dann hat es so ein bisschen angefangen zu rattern. Ja, ich liebe Sport und ich liebe es auch mit Menschen zusammen Sport zu machen vor allem. Und ja, ich hatte auch schon meinen Plan, die Fitnesstrainer B-Lizenz zu machen und darauf aufzubauen. Dann kam mein Mann mit Werbung auf Facebook und hat gezeigt, hier, das ist bestimmt was für dich. Und ja, dann hat es auch sofort Klick gemacht. Ich habe mich sofort in das Workout verliebt. Leider gab es das aber hier bei mir in der Nähe überhaupt nicht. Ja, und durch die App konnte ich das mal ausprobieren. Und dann ging es auch gar nicht lang und ich habe mich angemeldet für die Ausbildung. Cool. Kannst du bitte in deinen eigenen Worten sagen, was dich dann am Ende auch überzeugt hat, an der Ausbildung teilzunehmen? Du hast es gesehen, hast auch Werbung, hast an der App, bei der App mitgemacht. Für alle, die Lust haben, übrigens Hit the Beat mal auszuprobieren, könnt ihr hier auf dem YouTube-Kanal machen oder eben unsere App runterladen. Findet ihr alles in der Beschreibung. Und was war bei dir dann der ausschlaggebende Punkt, wo du sagst, okay, ich muss mich jetzt irgendwo melden? Das ist es. Ja, also ich habe, wie gesagt, das ausprobiert über die App und die Intensität. Also ich habe schon zigtausend verschiedene Workouts gemacht und probiert, aber die Intensität und dabei die Musik und ja, es ist irgendwie, man kann eigentlich nicht mehr, aber es reißt einen total mit, egal ob man da jetzt das live macht oder eben über die App. Ja, also man bleibt dran, man möchte jetzt dieses eine Intervall noch durchziehen und das hat mich irgendwie so total geflasht. Cool, freut mich zu hören. Was ist das in deinen eigenen Worten für ein Gefühl, Hit the Beat Trainerin jetzt zu sein? Du hast es ja einmal als Teilnehmerin jetzt erlebt, ne, durch die App und vielleicht andere YouTube-Videos. Was ist das für ein Gefühl? Und dann würde ich gerne wissen, jetzt wo du 2 Jahre Trainerin bist, hat sich das Gefühl verändert? Wo sind da die Unterschiede? Das Gefühl ist noch intensiver geworden. Also positives Gefühl. Es ist einfach gigantisch geil, auch zu sehen, wie die ja, Teilnehmer selber auch genau das Gleiche empfinden wie ich damals mit der App, wo sie dann, man sieht, sie kämpfen, aber sie ziehen einfach durch. Ja, egal wie. Es ist ja auch das, was sie dann sagen, dass sie genau das Gleiche sagen, wie ich das damals für mich empfunden habe. Du kannst nicht mehr, aber du ziehst einfach durch, weil es einfach dieses Mitreißende untereinander, die Beats dazu und die Übung, das ist einfach, ja. Und auch zu hören, dass sie genauso wie ich Ergebnisse empfinden und auch sehen, da verändert sich was. Genau. Das freut mich zu hören. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger jetzt. Du bist ja jetzt auch Markenbotschafterin, Captain quasi. Bei uns heißt das Mover bei der letzten Weihnachtsfeier. Da sieht man sich jetzt auch öfter bei den nächsten Events. Hoffentlich bist du auch wieder am Start. Jetzt, wo du Trainerin bist, zurückblickend, was ist alles passiert in den letzten 2 Jahren? Also du hast die Ausbildung gemacht, du hast angefangen, Kurse zu geben. Mit wie vielen Kursen hast du angefangen? Wie viele Kurse gibst du jetzt? Hat sich was verändert in den 2 Jahren insgesamt bei dir?
Ja, total viel. Also es war am Anfang wirklich tatsächlich nicht ganz so einfach, weil ich habe in der Corona-Zeit die Ausbildung gemacht und ich habe dann online gestartet. Das war, ja, das ging ziemlich schnell. Ich hatte da auch ziemlich schnell Teilnehmer. Fitnessstudio war dann tatsächlich am Anfang schwieriger, weil es einfach, ja, mit der Testerei und das Ganze drumherum. Aber es hat sich wirklich dann, ja, etabliert. Und man hat dann gesehen, am Anfang waren so ein bisschen die Startschwierigkeiten und schlagartig hat es Puff gemacht. Und ja, es war einfach Wahnsinn, das Gefühl, als ich da 19 Teilnehmer bei mir im Kurs hatte und wirklich jeder da mitgebrannt hat und auch bei mir selber meine Entwicklung zu sehen. Ja, nicht nur fitnesstechnisch, sondern auch vom Selbstbewusstsein, von meiner Körperhaltung im Gegenteil zu dem, was ich davor war, ja, wo ich noch im Büro gearbeitet habe, wo ich dann einfach, ja, es hat mich nicht erfüllt und HIIT hat, ja, mich erfüllt, hat mir den ersten Schritt quasi in die Fitnesswelt gebracht und ja, das ist einfach unbeschreiblich, dieses Gefühl irgendwie, ja. Man ist auch Geil. irgendwie stolz auf etwas, ja. Geil, geil. Ja, freut mich, dass du diese Gefühle alle empfindest. Was ich dir sagen kann, unabhängig vom Konzept, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Persönlichkeit, die hinter dem Workout steht, in dem Fall du, verantwortlich auch ist dafür, ob der Kurs dann am Ende noch erfolgreich wird oder nicht. Da reicht nicht nur der Name, der Brand. Er hilft natürlich ein wenig, je nachdem, wie bekannt das Konzept ist, aber am Ende ausschlaggebend bist du selber als Trainerin. Kannst du sagen, wieso oder warum hat es Klick gemacht? Wie hast du es geschafft, mit diesen kleinen Startschwierigkeiten, vor allem während der Corona-Phase, den Kurs dann voll zu bekommen und diese Teilnehmer zu begeistern? Kannst du das versuchen, deinen eigenen Worten zu erklären? Also in erster Linie ist es ja so, man hat ja immer wieder Community Calls und da habe ich ganz, ganz viele tolle Tipps bekommen, unter anderem von dir, die ich auch angewendet habe, die mir natürlich auch geholfen haben. Und dann war das auch einfach so, dass es sich auch weiter, ja, die Teilnehmer sprechen miteinander und ja, es ist einfach diese Power in diesem Raum, ist einfach anders. Und dann ist es halt auch, ja, die Teilnehmer mitzureißen einfach. Und das habe ich selber gemerkt an mir, wie ich mich, wie gesagt, schon weiterentwickelt habe und auch ganz anders in diesem Raum einfach stehe. Ja, also es ist einfach, man kommt rein, Tür zu und es ist, man hat selber dann die Power in dem Moment. Die kommt dann so, ja, schlagartig ist sie da. Cool. Kannst du den Leuten mal sagen, was du so für Feedback bekommst von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen nach dem Kurs? Reden sie mit dir über den Kurs? Bekommst du da Feedback? Ja, also ganz oft heißt es, oh, das war heute wieder mega geil. Das ist so der Hauptstandardsatz. Und ja, dann auch, oh, ich bin so stolz heute auf mich. Ich habe Level 2 gemacht und ich habe es voll durchgehalten oder halt Variation 2. Manchmal sind ja einfach die Variationen etwas weiter voneinander entfernt. Und auch zu sehen, wie stolz sie sind oder auch, ja, sie sind zwar komplett aus der Puste, aber es kommt immer wieder ein Lächeln und ja, es war so toll, aber ich bin so kaputt. Aber trotzdem, es war mega. So diese Sachen sind einfach, ja, toll zu sehen, dass sie dann wirklich auch stolz auf sich sind einfach. Cool. Ja, danke schön, dass du da so eine Inspiration für die anderen Menschen bist. Kurs für die Leute, die sich jetzt das Video hier anschauen. Mimi meinte mit La Variation und Level folgendes. Bei uns bei Hit the Beat im Ausbildungskonzept gibt es verschiedene Schwierigkeitsstufen für verschiedene Fitnesslevels. Und mein Anspruch war es, durch dieses Konzept den Teilnehmern zu ermöglichen, egal ob sie jetzt Anfänger, Fortgeschrittene oder schon Profis sind, Spaß an dem Konzept zu haben und immer die Möglichkeit zu haben, durch den Trainer, durch verschiedene Varianten, Variationen, die der Trainer oder die Trainerin in dem Fall vorgeben kann, dass da alle Spaß haben und dass die Anfänger oder die Leute, die zu Beginn zum Kurs kommen, einfach die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln körperlich und dann immer so eine Langzeitmotivation haben und da auch selber Erfolge spüren. Emmy, noch eine Frage jetzt, fast zum Schluss. Was gefällt dir an diesem Konzept am meisten? Was ist so dein Lieblingselement? Kannst du das versuchen zu beschreiben? Oh, ein Lieblingselement. Also eigentlich gibt es nichts, was ich nicht mag. Fangen wir mal so an. Also ich finde das einfach, das Konzept an sich ist einfach mega. Und es ist auch für einen Trainer super einfach,
ja, den Kurs vorzubereiten einfach. Und man hat einfach so viele verschiedene Übungen, so viel verschiedene, auch Musik. Man kann so viel in den Kurs machen, auch wenn man jetzt zum Beispiel eben die Trainer Level 2 Ausbildung macht, hat man nochmals mehr Möglichkeiten im Kurs, wo einen dann auch nochmal, ja, flashen, sage ich jetzt mal, so wie jetzt, also gerade so ein Battle. Ich liebe das eigentlich total, so ein Battle, auch wenn ich immer wieder sehe, dass welche sagen, sie sind wirklich kaputt und sagen, oh, ein Battle. Okay, also sie sind dann wirklich zwar kaputt, aber trotzdem geben die nochmal alles und holen immer alles aus sich raus. Und das ist einfach toll, dass man da so viel spielen kann als Trainer und dann wirklich verschiedene Variationen, verschiedene Möglichkeiten einfach machen kann. Mega, freut mich super, sehr zu hören. Einige, die sich das Video jetzt anschauen, die wissen natürlich nicht, was ein Battle ist. Wir beide schon. Ich versuche es ein bisschen mal zu erklären. Es ist einfach, ist eine Trainingsform, wo zwei Gruppen innerhalb einer Gruppe gegenüberstehen und sich dann durch verschiedene Übungsvarianten, Trainingsformen, Übungen betteln, also sich gegenseitig herausfordern. Falls das jemand immer noch nicht verstanden hat, entweder die Ausbildung machen oder hier jeden zweiten Samstag bei uns in der Workout Jam mitmachen, findet ihr auch im Link in der Beschreibung. Da machen wir das alles auch für euch, falls jemand mal Interesse hat, Trainer oder Trainerin zu werden. Letzte Frage zum Schluss. Wir haben noch gar nicht über die Ausbildung an sich gesprochen. Hast du die online gemacht oder vor Ort? Also der Plan war eigentlich vor Ort, aber ein Lockdown nach dem anderen hat mich dazu gebracht, dann tatsächlich online die Ausbildung zu machen. Und kannst du mir einfach mal ein Feedback geben? Wie lief das? War es schwer? War es einfach? Wo gab es Herausforderungen? Wie lange hast du gebraucht? Also ich würde lügen, wenn ich sage, es war einfach. Also es ist wirklich, es hat mir auch weitergeholfen, dass ich einfach fitnesstechnisch besser, also fitter werde, sage ich jetzt mal. Und vom Aufbau her und allem, da kann ich nichts Negatives sagen. Also ich bin wirklich da ganz gut zurechtgekommen. Und die Feedbacks, das finde ich super, dass man die auch so bekommt, dass man das auch so Schritt für Schritt macht und dann immer wieder ein Feedback bekommt, weil man dann einfach auch noch mal mehr an sich arbeiten kann, wo man dann weiß, ah, okay, vielleicht da eben noch mal ein bisschen tiefer im Squat oder ja, die verschiedensten Sachen, die es geben kann, die man vielleicht an sich ja verbessern kann. Und ja, ich hatte eigentlich auch einen riesengroßen Respekt davor. Muss aber sagen, zum Schluss habe ich es einfach auch vermisst. Also es hat was gefehlt, als es hieß, du hast bestanden. Und ja, ich bin eigentlich ganz schnell durch gewesen. Also ich habe Mitte November angefangen. Und ich meine, am 8. Januar habe ich das Feedback bekommen, dass ich bestanden Cool, freut mich. Und das sogar als allererste Ausbildung, ne, wie du gerade erwähnt hast. Das heißt, dafür hast du es ja super hinbekommen. denke schon, ich hoffe auch. Also es war kein schlechtes Feedback dabei, sagen wir es so. Cool. Und was nimmst du jetzt mit? Jetzt bist du HIIT-Trainerin, ne, durch, so wie du schon gerade gesagt hast, Trainer Level 2, du hast schon an mehreren Fortbildungen teilgenommen. Wie sieht es jetzt weiter aus mit deiner Fitnesskarriere? Möchtest du da noch einen Schritt weiter gehen? Oder bleibt HIIT das einzige Konzept? Hast du da noch weitere Ziele über dieses Konzept und deiner jetzigen Situation hinaus? Also das Letzte, was ich als Ziel hatte, war ja wirklich HIIT hier bei mir in der Umgebung zu etablieren, also dass es wirklich bekannt wird. Und ja, das habe ich auch soweit auch jetzt geschafft. Und ja, also natürlich möchte ich noch weitermachen und auch in Richtung Personal Training nochmals ein bisschen mehr machen. Und da bin ich natürlich auch dran. Cool, ja, viel Erfolg auf jeden Fall dahingehend. Was würdest du jetzt Leuten raten, die in einer ähnlichen Situation sind wie du? Du machst ja noch nebenberuflich, ne? Also habe ich es jetzt verstanden, du hast ja einen Hauptjob. Wenn sie so eine Ausbildung starten wollen, was würdest du ihnen raten, warum sollten sie es tun? Weil es einfach ihr Leben verändert. Im positiven Sinn, in allen Richtungen. Nicht nur, weil man etwas mit Leidenschaft macht, sondern es ändert auch die Persönlichkeit. Es macht ja mehr Selbstbewusstsein, Körpergefühl. Es ist einfach ja eine komplette Veränderung mit einem selbst und alles nur im positiven Sinne. Super, danke dir für die lieben Worte. Man merkt es auch an dir, du strahlst.
Und an alle da draußen, ja, die sich jetzt das Video zu Herzen genommen haben und vielleicht auch noch offene Fragen zur Ausbildung haben, klickt einfach unter der Beschreibung hier auf einen der Links. Dann könnt ihr direkt mit mir sprechen oder einem anderen Trainer, der beantwortet euch dann alle Fragen bezüglich der Hit-the-Beat-Ausbildung. Ihr solltet keine Angst haben, keine Scheu. Wir sind dafür da, um wirklich einfach jede Frage zu beantworten und zeigen euch dann auch, wie sowas für euch aussehen könnte. Von meiner Seite vielen lieben Dank, Emmy. Danke, dass du dir da die Zeit genommen hast. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder bei der nächsten Fortbildung oder der nächsten Workout Jam im Sommer. Bis dahin alles Gute und alle anderen, lasst gerne einen Daumen hoch, abonniert uns, schaut euch gerne die anderen Videos an oder die Workouts, die auch nachher verlinkt sind. Dann könnt ihr das Ganze ausprobieren. Bye bye. Ciao. 5, 6, 7, 8.